Unter dem Antennengott von Peter Steinbach. Regie Thomas Wolferts. Hier oben, auf der letzten Etage, liegt meine kleine Wohnung. Darüber steht die höchste Antenne der Welt. An ihr weht noch die Trikolore. Die deutschen Armeen stehen vor der Stadt. Die Rundfunk-Relaisstation, meine Nachbarin hier oben, sendet ernste Musik. Berlioz, Symphonie Fantastique. Es ist jemand hochgekommen mit dem Fahrstuhl. Ein schlanker, weiß gekleideter Mann mit weißem Hut. Aber er steht verdächtig nah am Geländer. Weil Sie das vorhaben, was ich mir denke, so rate ich Ihnen ernsthaft ab. Das haben schon viele ausgeführt und haben es doch immer mit Ihrem Leben bezahlt. Bedenken Sie, 300 Meter Angst vor dem Aufprall. Das sind 7 Sekunden. Nach der Antenne kommt nur noch Gott. Was denken Sie? Ich müsste mal. Unten sind die Toiletten verschlossen. Darf ich bei Ihnen? Wenn es sein muss. Aber die Tür schließt nicht. Ist genug Papier da? Brauche ich nicht, danke. Ich muss meine Wohnung aufgeben. Alles nur wegen der Preußen. Auch das Radiozeugs muss raus. Geschafft. Haben Sie Angst vor Ihnen? Ich habe deutsche Wurzeln, daher kenne ich Sie. Und Sie? Bin Ihnen gerade noch entwischt mit einer Schiffskarte nach Kuba. Der Dampfer in Le Havre wartet hoffentlich. Ehrlich gesagt, ich hielt Sie für ein Vorauskommando der Firma Telefunken oder Bosch. Falsch. Ich wollte mich, ehe es zu spät ist, von einem Fotografen aufnehmen lassen. Aber der hat anscheinend Angst vor den Preußen bekommen und ist nicht erschienen. Kein Wunder. Unten sind die Boulevards voller belgischer Flüchtlinge. Alles fürchtet sich vor den Hunnen. Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sind ein Vertreter der deutschen Industrie? Wieder falsch. Ich bin nur ein Ungar und sonst nichts. Sie lieben Paris und wollten auf dem Boden Ihrer Liebe sterben. Sie vielleicht auch. Ich habe den Preußen ihr Traumziel gebaut. Eigentlich müssten die sich mit mir zusammen hier oben fotografieren lassen. Sind Sie etwa der Eiffel? Gustav Eiffel, Bauingenieur. Ist er nicht schon 20 Jahre tot? Ich bin sozusagen überirdisch geworden. Was in 300 Metern Höhe ja auch zutreffen würde. Mein skeptischer Freund, in einer Zeit, in der die Wirklichkeit auseinanderfällt wie Backpulver im Rührkuchen, muss das mystische Weltbild wieder zur Geltung kommen. Deshalb werden wir den materialistischen Prüß auch nicht den Turm überlassen. Trotzdem, ich muss ausziehen und meine stählerne Wohnung verlassen. Sie sind eben kein echter Franzose. Napoleon hätte ihn mit seinem Blut verteidigt. Spielen Sie nicht den Robinson, den keiner sucht und findet. Da haben Sie allerdings recht. Auch sehe ich nicht so aus. Eher wie ein ungarischer Zigeuner. Möglicherweise eine geschickte Tarnung. Sie passen unter die vermögenden Emigranten, die man unten auf den Champs-Élysées flanieren sieht. Die haben alle so beleidigte Gesichter. Zigeuner? Ich sah nur hunderte von geflüchteten Ostjuden, die alle nur Angst vor den Preußen haben. Das ist für uns nichts Neues. Daran hat sich Paris seit Jahren gewöhnt. In Kürze wird mit denen aufgeräumt. Dann werde ich mal wieder. Alles Gute für Sie und eine neue Wohnung, die Ihnen gefällt. Ich bin kein Gefühlsmensch. Aber ich fürchte, wir Franzosen werden alles mitmachen, was man uns vorschlägt. Hier muss ich jedenfalls raus. Sie haben schon ausgeräumt. Ein kleines Piano. Ja,
Die Luft wird dünner hier oben. Die schwarze Rauchwolke. In den Renault-Werken glüht und brennt es. So sind die Preußen nun mal. Man muss das überirdisch deuten, um hinter diesen Zertrümmerungsgedanken zu kommen. Der große Beschließer vom Obersalzberg hat sich das alles gut überlegt. Seine Parteigänger müssen sich an das Glühen für den nationalsozialistischen Neuaufbau Europas gewöhnen. Auf französische Lastwagen kann er gern eine Weile verzichten. Darf ich mal was klimpern? Nur zu. Wollen Sie einen Kaffee? Ja, gern. Kenne ich von meiner Schwester. Das hat sie immer geträllert beim Wäscheaufhängen. Ist von mir. Wird man im neuen Europa nicht mehr spielen. Der Kaffee ist gleich fertig. Legen Sie schon mal die Tischdecke auf. Tischdecke? Diese Nazi-Fahne hier? Ja, ja, machen Sie nur. Hab ich richtig gehört? Die Musik ist von Ihnen? Von Paul Abraham, dem... Dem Juden Paul Israel Abraham, wie er jetzt im Reich heißen muss. Ernestine hätte Ihnen die Hände und Füße geküsst. Machen Sie keine Flecken in die Fahne. Morgen muss sie über Paris wehen. Falls Ihr Turm nicht vorher gesprengt wird. Spätestens morgen erscheint Inspektor Detouche und entscheidet ja oder nein. Das Hakenkreuz löst die Trikolore ab. Ein seltsamer Ort, wo die Untergangsstimmung mit Kaffee serviert wird. Wenn Sie sich nicht beeilen, wird es nichts mehr mit Kuba. Warum ausgerechnet diese Insel? Wegen der ständigen Revolution? Ich hörte, es gäbe dort viele kleine Bars, in denen man eine Beschäftigung als Klavierspieler findet. Mehr kann ich leider nicht. Höchstens noch ins Spielcasino gehen zum Blackjack. Und hier bleiben? Bei aller Liebe. Aber dieses Paris ist zum surrealistischen Albtraum geworden. Sehen Sie mal hinunter. Kein Durchkommen, kein Taxi. Eine Völkerwanderung, ein Durchzug von Ochsenkarren, hochbeladen mit Menschen, Hausrat und Tieren. Die Leute wollen kein anderes Europa. Höchstens die Bankdirektoren und ihre Mätressen in den hupenden Cabrios. Und dann die dazwischen sich hinschleppende, besiegte Grande Armee. Wer weiß, wie viele Dichter und Journalisten unter ihnen sind. Aktionäre, Schauspielerinnen, ganze Opernhäuser. Nehmen Sie sich nicht so wichtig, mein Herr. Die kommen wieder. Aber die Juden laufen wie die aufgeregten Hühner durch die Stadt. Und die Arbeiter bei Renault und Citroën streiken noch nicht mal, trotz der Bombardierungen. Die hängen an ihren Drehbänken und an ihrem Wochenlohn. Die wissen schon jetzt, dass der Schlüssel zur Lösung der europäischen Frage Arbeit, Familie und Vaterland sein wird. Als überirdisches Genie müssten Sie wissen, was auf uns zukommt. Fragen Sie Ihren Antennengott. Meine Neugier hält sich in Grenzen. Ich bin neugierig auf das bevorstehende historische Ereignis der Besetzung von Paris durch den in Uniform gesteckten Parteitagspöbel. Sie nicht? Zugegeben, ich hoffe auf die Fritzen, dass die von der Sprengung meines Turms absehen. Ich könnte dann mein Zeug hier wieder einräumen. In Ihrer Lage würde ich mir keine Sorgen machen. Einen solchen Gott auf der Antenne zu haben, was für ein Glück. Hat er nicht Bedarf an musikalischen Genies? Das wäre doch mal eine Hoffnung. In Groß-Paris gibt's schon zu viele. Er will kein Publikum. Er will das Herausragende. Er ist der Meinung, dass ewiges Massenglück die Empfindung des Tragischen besonders in der Unterschicht nur sentimentalisiert. Mein Publikum empfand mich als Genie. Glaubte auch meine Schwester. Leider hat sie vor einigen Jahren einen Rabbi aus Tulle geheiratet und ist zu ihm übergetreten. Zum Kummer meiner katholischen Eltern. War er denn musikalisch, der Rabbi? Sehr jung. Und er hatte dazu noch einen hässlichen Namen. Gramme. Das heißt Fetttopf. Ich wechselte bis dato keine 20 Worte mit ihm. Jedenfalls hatte sie einen besonderen Geschmack, die Ernestine Eiffel, wenn sie dem meinen folgte. Macht sie das glücklich? Im Augenblick, ja. Darf ich nochmal klimpern? Hören Sie auf. Sie ging mir damit auf die Nerven. Besonders mit dem Blödsinnigen, meine Mama war aus Yokohama. Die Linkes und Karl Manz haben sich schwarz geärgert über meine Erfolge. Sicher haben sie an meiner Abschaffung mitgearbeitet, diese Tralalaisten. An Michelangelo reicht ihr Talent nicht heran. Jedem das Seine.
Der eine mit Hammer und Meißel, der andere mit dem Taktstock. Jahrelang hatte er mit ihm Zwist. Aber in seiner Gnade richtete er ihm im Keller des Louvre eine kleine Werkstatt ein. Zwist? Er hat doch für die Religion gearbeitet. Genauer gesagt, wegen der Darstellung extremer männlicher und weiblicher Geschlechtsmerkmale. Prüde, ihr Antennengott. Jedenfalls hämmert er jetzt im Rahmen der christlichen Sittlichkeit im Louvre-Keller herum. Dagegen sind Sie ein reicher Mann. Meine Landsleute wollen mir den Turm in die Luft sprengen, meine geliebte Wohnung nehmen. Ich wünschte, ich wäre endlich tot. Jammern Sie nicht. Sie sind ja schon lange tot. Als Israelit sind Sie's doch demnächst auch. Lassen Sie mir doch meine Illusion von einer letzten Operette zu träumen. Titel: Der letzte Cancan auf dem Eiffelturm. Ein jüdisches Märchensingspiel. In dem Sie auch eine Rolle spielen. Die Hunnen werden sich nicht an das Haus des Himmels wagen. Ach, hören Sie doch endlich auf, sich etwas vorzumachen. Ihre Umgebung zu beschwindeln wie ein säumiger Steuerzahler. Waren Sie immer so weltfremd? Was meine Arbeit angeht, waren Baukunst und Qualität meine einzigen Interessen. Viele Eisenbahnbrücken könnten davon erzählen. Vielleicht sind Sie einfach nur krank. Haben Sie Angst vor Ansteckung? Haben Sie Angst vor dem Juden? In der Masse nicht, aber vor dem Einzelnen ja. Dem gehe ich gern aus dem Weg. Ihr Förderer über der Antenne, hat der Angst vor einem wie mir? Leute Ihrer Herkunft und Rasse sind ihm zu weibisch. Sie kämpfen nicht. Dagegen die Preußen, von denen scheint er angetan zu sein. Vor allem von den heutigen. Die feiern richtige Messen, wenn sie sich um ihre Beschließer und Ausführer versammeln. Die stehen in Lichtdomen, in heiliger Stille um sie herum. Sie weihen ihre Fahnen. Hier, diese, die auf unserem Kaffeetisch liegt, geweiht. Gott gefällt das. Er ist im Grund ein Faschist. Der Jude wird verfolgt und zum Abschuss freigegeben. Nun nehmen Sie es nicht persönlich, Abraham. Aber es hat auch was von einer gelungenen Operette, wenn Sie singen, die Fahne hoch, die Reihen festgeschlossen. Ich spürte es. Ich habe es gesehen und darunter gelitten. Auf einmal waren mein Leben und meine Tantiemen weg. Pech für Sie. Ein eitler Krüppel hat sie mir genommen. Ein Dieb, den alle Doktor nannten, hat mein Haus, mein Boot, meine Autos geklaut. Eine aufgedonnerte Kultur- und Zeitungsmaske hat Revolution von unten gemacht und Juden und Bolschewiken aus dem Land und dem Leben getrieben. Der ist im Elsass sehr beliebt. Ein heißer Eisberg, umringt von erwartungsvollen Künstleraugen, tanzte er mit seinem Klumpfuß auf seinen Filmbällen. Stand er auf einem Rednerpult, gestikulierte er wie ein behindertes Rumpelstilzchen. Dirigierte er mit einstudierten Handbewegungen seine Worte. Er hatte etwas Hermaphroditisches in seiner verbogenen Körperlichkeit. Ein schmieriger Operettenbuffo. Das zieht bei den Frauen und auch bei manchen Männern. Sie saßen alle vor seinem Käfig, in dem er wie ein Kanari sang und hüpfte. Machen Sie eine Operette daraus? Das würde ein einziges Dissonanzgemisch ergeben. Lieber nicht. Das Volk würde in ein verfälschendes Kaleidoskop schauen und immer die gleichen Splitterkombinationen sehen. Abwechslung wäre gefährlich. Aber die Kinder würden es merken, wenn immer die gleichen Glasscherben zu sehen wären. Lieber nicht. Dann schon Ihre Lieder. Schon wegen meiner Schwester. Schade, dass Sie jetzt wegen dieses Rabbinerfehltritts jüdisch versippt sind. Der kleine Humpel hat Sie sicher gleich zur Sternträgerin gemacht. Vorsichtig! Jüdisch versippt ist am Deutschen Rhein mindestens halbtot. Komponieren Sie was für Sie? Bei mir reicht's nur noch für Notengerülpse. Wenn uns Inspektor Detouche aufsucht, sollten wir uns zurückhalten. Sie als Nicht-Arier und ich wegen Ernestine Gramet. Da springt er an wie damals bei Waterloo der Blücher an die Franzosen. Wenn er Sie ausfragt, dann arbeiten Sie gerade an einer heroischen Europahymne. Gerülpst oder gefiedelt? Was wissen Sie denn von den Abhängigkeiten eines Musikers? In strengen Zeiten haben wir folgsam zu sein, wie Furtwängler oder Richard Strauss. Und in freien Zeiten darf es in den Feuilletons heißen, ein frisches Menschentum tönte in seinen Werken. Der Damen Leib und Stimme ist im Gedicht gewesen. Damit meinte man meine Blume von Hawaii. Meine Schwester bekam Reflexe beim Wäscheaufhängen.
Kaum waren die Aufpasser ausgewechselt, schreiben dieselben Schmieranten: Aus deines Berges Abgrund bricht der Rassenschänder Paul Israel Abraham. Eine Weile kam ich mir vor, wie vor einem Erschießungsproleten zu stehen. Ich am Pfahl. Mein geöffneter Sarg neben mir. Gnade will ich schreien. Man lacht mich aus. Ich bin ein einziger Reflex der Unterwürfigkeit. Man zahlte ihnen ihre Musik heim. Und das Dirigieren, auf dem ich bestand. Kann ich alles nachfühlen. Ich war auch der Dirigent meiner Stahlbausymphonie. Warum wurde ich nicht Straßenbahnfahrer? Da hat man nun den Weltkrieg überstanden. Die Realschule, ist sogar Akademieprofessor geworden, hat ein Requiem komponiert, wurde berühmt mit Unterhaltungsmusik. Hat die Bankdirektoren und die Juden bestochen. Frauen wie Austern voller Perlen genossen, den Kaviar aus der hohlen Hand gefressen. Und mit Pommerie runtergespült. Im Vertrauen. Ich habe als junger Pokerspieler begonnen. Kriegte die kulturelle Kurve. Verkehrte in sämtlichen Kaffeehäusern Wiens. Bemerkte erst dort mein Judentum. Damals bekannte man sich noch voller Stolz dazu. Und jetzt? Nur noch kubanische Aussichten als Barpianist in Havanna. Erzählen Sie das mal Ihrem Antennengott. Er kennt nur die Kirchenmusik. Man sitzt eben als Ketzer im Dunkeln, weit weg von den Altarkerzen. Man verliert seinen kindlichen Glauben, je tiefer man ins Bewusstsein des Lebens eindringt. Rülpsen Sie, Abraham, rülpsen Sie. Wie wär's mit einem Concord-Rülpser? Alle Röcke hoch und die Beine geschmissen bis zum Kinn. Ich möchte einen Concord tanzen, so frech wie Pompadour. Denn wir Pariser Pflanzen denken nur L'amour, L'amour. Das ist Kampf, Eiffel. Wenn beim Schrei der Schritt den Boden berührt, ist es aus mit dem humorlosen Patriotismus. Danach aber hinauf auf die Barrikaden. Auf in den Kampf gegen die verdrückten Päderasten und Kunstbelehrer, denen jeder Concord nur der Wahnsinn der Frauenbeine ist. Was ist das für ein Mut? Die Unterschicht saß in meinen Operetten und zahlte freiwillig vom Ersparten. Da kam genug zusammen. Die Kopfgesteuerten waren mir egal. Ich hielt mich von der Öffentlichkeit fern. Ein paar Kopfgesteuerte waren hier oben nicht zu vermeiden, sahen auf Paris hinunter und redeten sich die Köpfe heiß. Ihnen ging's vor allem um die Theorie der Öffnung der Kultur als Waffe gegen die Armut und gegen die Fremden. Waren auch mal ein paar Musiker darunter? Ich bin ja heut so glücklich, so glücklich, so glücklich. Ich fühl mich augenblicklich so glücklich wie noch nie. Ich könnt vor Glück zerspringen, zerspringen, zerspringen und möchte ewig singen die eine Melodie. Tralalala, tralalala, Kinder, ich bin ja so froh. Tralalala, tralalala, wär es doch nur immer so. Ich bin ja heut so glücklich, so glücklich, so glücklich. Ich fühl mich augenblicklich so glücklich wie noch nie. Wegen mir zersprang niemand vor Glück. Im Gegenteil. Sie nannten meinen fertigen Turm ein Schandmal. Für die Silhouette der Stadt. Nur der Mann von der Straße nannte ihn zärtlich die höchste Gaslaterne von Paris. Betrachten wir die schönste Stadt der Welt. Da liegt sie. Ein Haufen Welt- und Kulturgeschichte. Ich sehe Meyerbeer, Berlioz und Debussy, als lebten sie noch und spazierten in den Straßen. Bald wird ein Haufen Scheiße sich über sie ausbreiten. Noch ein paar Stunden leben Scherz und Unschuld im Häusermeer. Aber die Opfer unserer Feinde sind schon an den Laternen zu sehen. Abraham, kein Mensch kann so gut oder schlecht von Natur sein wie eine gute Hühnerbouillon in 300 Meter Höhe. Bleiben Sie noch auf einem Teller. Decken Sie inzwischen die peinliche Fahne ein. Das Geschirr finden Sie auf dem Boden. Merde, Merde, Merde bedeckt die ganze Erde. Vorsicht, das gute Tischtuch. Kleckern Sie nicht. So. Prost, Eiffel. Entschuldigen Sie meine Herkunft. Es heißt übrigens, das Judentum ist die geistige Elite Europas. Deshalb belagert man sie auch. Prost. Prost.
genug. Sollte das die Tusch sein? Halten Sie ja Ihren frechen Mund, Abraham. Inspektor, ein Tellerchen Hühnersuppe? Keine Zeit. Was machen Sie denn mit der Fahne? Die sollte doch schon längst hängen. Aber die Deutschen sind noch nicht da. Sie haben sich doch schon per Funk angekündigt. Unser Innenministerium wird bereits evakuiert. Nun mal aufgehängt, meine Herren. Und keine Flecken. Ich wünsche eine makellose Begrüßung. Seien Sie froh, dass ich keine Meldung mache. Und Sie? Hab Höhenangst. Ja, mit wem habe ich denn das Vergnügen? Bin ein Musiker aus Ungarn. Genauer, bitte. Ein Komponist. Ich lasse mich inspirieren. Vielleicht kommt ein Cello-Konzert dabei raus. Oder was Leichteres. Ich verstehe. Die Größe der Zeit. Sie schauen von oben. Sie wollen die Wucht der Ereignisse in Töne fassen. So könnte man es ausdrücken. Ein neuer Krieg, eine neue Musik. Unten die sich heranwälzenden Heeresmassen, die Menschen jubeln und begrüßen die Kämpfer. Verstehe, da muss Musik bei wie Butter bei die Fische. Heldenmusik. So, die Fahne hängt. Pusterklänge, spielen Sie was, Herr Musiker. Du hast so etwas Fremdexotisches, so süß-erotisches, da liegt was drin. Das kommt davon, weil ich Japanerin, doch auch Pariserin ein bisschen bin. Ja, meine Mama war aus Yokohama, aus Paris war der Papa. Meine Mama ging nur im Pyjama, weil Papa das gerne sah. Von der Mama ist das Verführerische, vom Schirrpapa ist das Pariserische. Ja, meine schöne Mama war aus Yokohama, aus Paris ist der Papa. Ja, da ist ja alles drin. Das wird man bald in ganz Europa singen. Das klingt und singt und flattert bald bis nach London. Die Fahne bringt uns den Deutschen näher. Das Lied unseres Musikers wird ihr Flattern unterstreichen. Meine Mama war aus Yokohama und der Papa. Zurück zum Ernst der Sache. Eiffel, der Turm wird nicht gesprengt. Die Radiostation wird zur Funkstation vergrößert. Was mit der Wohnung wird, weiß bisher niemand. Und hoher Besuch wird gleich nach Ankunft der Besatzung erwartet. Legen Sie die abgenommene Trikolore auf den Tisch, nicht die deutsche Fahne. Ich mache mir Sorgen um meine Wohnung. Ich hatte Einsicht in die Wehrmachtsprotokolle. Von Ihrer Wohnung stand da nichts drin. Meine Herren, ich muss weiter. Aber Sie wollen uns doch nicht verlassen, ohne ein Gläschen mit uns zu trinken. Ja, wenn's sein muss. Prost. 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 Meine Herren, auf das neue, freie Europa. Frei von Juden und ihrem Kapital, frei von Freimaurerei und Kommunisten, auf ein neues, von Ostjuden gesäubertes Paris, auf uns drei Patrioten, die wir daran mitbauen dürfen, und auf die große Nachbarnation, die diesen Kreuzzug begann und uns teilhaben lässt. Auf die neue Parole: Arbeit, Familie, Vaterland. Emigranten und Flüchtlinge werden sich nicht mehr ins Land trauen. Ich bin nur ein Ungar. Ein sympathischer Ungar. Na Prost! Prost! Trotzdem mache ich mir Sorgen um meine Wohnung. Ich werde jetzt unseren Befreiern entgegengehen. Haben Sie meine neue Hakenkreuzarmbinde gesehen? Ja, daran wird man mich erkennen. Haben Sie auch eine für mich? Sie stehen unter meinem Schutz. Wer solche Lieder schreibt, der meint es gut mit dem einfachen Menschen. Bis bald und feiern Sie tüchtig. Musste das sein? Haben Sie auch eine Armbinde für mich? Und Sie erst mit Ihrer Miniaturbehausung. Dann dieser französische Nazi. Ja, daran wird man mich erkennen. Prost, Abraham. Prost. Spätestens morgen früh haben wir die ganze Chose hinter uns. Sie vielleicht. Ich aber bin Israelit. Was wird aus mir, wenn es rauskommt? Uns unterscheidet nicht viel. Wir haben beide aus verschiedenen Gründen unsere Haftbefehle am Arsch. Die Tusche ist wie ein Kammerjäger. Der findet vom kleinsten Käfer bis zur Kanalratte alles, was entschädigt werden muss. Ach, scheiß was drauf. Noch einen Schluck, Eiffel.
Oder wer immer Sie sind. Leider nicht mutig genug, um von meinem Turm zu springen. Wenigstens bin ich kein Jude. Aber ein kleiner Faschist sind Sie schon. Für die bin ich ein jüdisch versippter Elsässer. Das reicht schon. Und ich ein ungarisch versippter deutscher Jude. Wo ist da ein Unterschied? Der Unterschied liegt im Sinn für das Mystische und im Willen zur Ordnung. Eine persönliche Frage habe ich. Ich will keinen Streit, nur der Ordnung halber und der Mystik wegen. Haben Sie manchmal auch antisemitische Regungen wie ich? Leiden Sie an Verfolgungswahn? Zuweilen, ja. Nun, ich habe welche. Bei einigen der mir bekannten Juden waren sie geradezu unerträglich. Es waren ohne Zweifel gebildete Menschen. Anwälte, Bankleute, Abgeordnete und Minister. Ich brauchte sie für mein gewaltiges Vorhaben, brauchte ihr Geld und ihre Beziehungen. Nur Juden? Nicht nur, aber schon auch. Auf meinen Baustellen gab es fast nur Sozialisten und Anhänger von Karl Marx. Die hatten keinen Sinn für ironischen Witz, jagten jeden Schnorrer zum Teufel und die demokratischen Märchenerzähler erst recht. Nur in der Mittagspause politisierten sie unter sich. Und da ging es um die Einheit der Arbeiterklasse gegen den Monopolkapitalismus der reichen Juden, die ganz Europa unter ihre Knute bringen würden. Aber während der Arbeit waren alle treue Franzosen. Tja, so ist ihre Natur. Was war Ihr Vater? Vizedirektor einer kleinen Provinzbank. Aber ehrlich. Trinken wir drauf. Prost, Eiffel. Ich bin und bleibe ein ungarischer Jude mit akademischem Abschluss. Seit einiger Zeit nicht mehr imstande, die deutsche Kultur in ihrem tiefsten Sinne zu vermitteln. Prost. Prost. Erstaunen Sie, der Jude empfindet. Was hätte wohl Ihre Ernestine dazu gesagt beim Wäscheaufhängen? Meine Mama konnte einen bei jeder Gelegenheit umlächeln. Aber wenn sie das spielte, schluchzte sie. Die Tränen flossen ihr übers Gesicht. Und der Papa sagte jedes Mal, mach dir nicht gleich in die Hosen. Der Robert hat das genau kalkuliert. Er hört es nicht mehr. Er sieht dich nicht. Gib dir keine Mühe, auf uns beide Eindruck zu machen. Und sie gab zurück. Hör auf mit deiner Eifersucht. Ich spiele es nur wegen unserer erloschenen Liebe, du Rest einer Mahlzeit. Sie war Schauspielerin. Das habe ich nie vergessen. Was ist Ihnen als letztes von den Nazis im Gedächtnis geblieben? Ich habe es vergessen. Doch, da war noch was. Die nach Fichtennadeln duftenden Urinsteine in den Pissbecken der Züricher Bahnhofstoilette. Und die Reklame für ein Furtwängler-Konzert. Ja, was war da noch? Die Reklame von Gütermanns Nähseide unter der Uhr. Die Schweiz und die Nazis. Wie passt das zusammen? Und dann noch der Krieg um Europa. Es geht Ihnen um die Juden. Ob Sieg oder Niederlage, von wem auch immer. Sie sortieren die Juden. Sie spielen ihre Komödie der Nichteinmischung. Hauptsache, sie werden ihre Uhren los. Ich muss mir das alles von der Seele spielen. Ja, weiter, Abraham, weiter. Es liegt zu viel Unheil in der Luft. Es geht nicht mehr. Was spielen Sie für mich? Ich nehme auch alles zurück, was ich über Juden und Kommunisten gesagt habe. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich spiele das nur für mich. Umgeben von allen Schmarotzern in der politischen Welt, kenne ich nur noch die schöne Musik und ihre Schöpfer. Diese Musik ist eine Aufforderung zur Befreiung der Menschheit von allen Politikern und Bankiers. Leute wie Debussy,
strömen Glück aus. Mein Glück war der Eisenbeton für die Fundamente meines Turms. Er steht noch immer. Aber Sie behaupten, Sie seien ein Genie, dank Ihrer größten Antenne der Welt. So konnten Sie die Chance, zum Herrn der Welt zu sprechen, ergreifen. So sagten Sie doch, als wir über unsere Herkunft sprachen. Ein Merkmal Ihrer Rasse ist, dass Sie immer wieder Persönliches mit der Mystik des Seins vergleichen. Ist in meiner Musik etwa nichts Mystisches zu hören? Die Freudenschreie hörte man über den Globus, besonders die vom Südseestrand. Singt etwa Ihr Turm? Wenn der richtige Wind von der Normandie her weht, da flattern die Hosenbeine der Männer und da wehen die Röcke der Frauen in himmlischen Höhen, als erklänge die Marseillaise. Schade, dass dieser Wind heute nicht zum Empfang der Befreier weht. Die würden doch glatt an ihrem Sieg verzweifeln. Sind Sie vielleicht auch ein wenig krank im Kopf? Einer auf der Flucht im weißen Anzug, weißem Hut und mit weißen Handschuhen. Fehlt nur noch der weiße Taktstock. Bitte? Hier ist er. Ich habe ihn im weißen Jackett versenkt. Ja, da rennen Sie ihn entgegen. Sagen Sie ihm, wer Sie sind und singen Sie dazu Ihr blödes Yokohama-Lied. Vor Begeisterung würden Sie mitsingen. Fassen Sie sich endlich ein Herz und flüchten Sie nach Havanna. Dirigieren Sie vor dem Präsidentenpalast, Sie verrückter Clown, der nicht mehr zu Europa passt. Ich sollte ja auch verschwinden. Gehen Sie mit, Eiffel. Was ist mit meiner Wohnung? Was mit meiner Schwester? Was ist mit dem Nordkap? Die Deutschen machen aus Europa Kartoffelpuffer oder dicker Pickard. Was ist das? Ein Gemansche aus Sahne, Gemüse und Kartoffelmus. Alles werden Sie mit Rübensaft bestreichen. Von Messina bis zum Nordkap. Und Ihre Schwester, die Madame Gramet? Als jüdisch Versippte haben die Sie schon am ersten Tag der Rückgewinnung mit allen Juden Straßburgs in Güterwagen in den Osten abgefahren. Bis Riga geht die Tour, in die Wälder und gleich nach dem Aussteigen macht's Peng! Oh, reden Sie nicht so von meiner Familie. Ich bin ein Franzose aus Dijon. Es nützt doch nichts. Die Volksmeinung ist gegen Sie. Für das Volk sind Sie ein Deutscher. Ich gerate in Panik, wenn ich daran denke. Wollen wir nicht zusammenspringen? Aber erst, wenn Detouche wieder weg ist. Kommt er denn zurück? Ich muss wissen, was aus meiner Wohnung wird. Na, kommen Sie. Prost. Na, Prost. Ach, ich werde schweigen von mir als Genie und höherem Wesen. Und auch von der verdammten Familie Gramet. Die sind ja auch schon in anderen Gefilden. Er wird doch keinen französischen Kulturträger mit angeblich Geistesgestörten in einen Topf werfen. Aber Sie haben Angst, wie ich. Ich bin ein Jude, auch wenn ich ein halber Ungar bin. Weiß ich, ob er das anrechnet? Blutsmäßig. Detouche! Ein Schlückchen zur Entspannung? Oh ja, danke. Sind die Deutschen schon da? Aber ja! Ich bin so aufgeregt. Eine Fahrradkompanie ist schon auf dem Weg zum Triumphbogen. Leise. Man will das Volk nicht aufwecken. Ohne Panzer. Bescheiden, rücksichtsvoll. Man will die Boulevards schonen. Sie verhalten sich vorschriftsmäßig, halten alle die Arme raus, wenn sie die Fahrtrichtung wechseln. Haben Sie was über meine Wohnung erfahren? Wohnung? Ich höre immer nur Wohnung. Und über die ausländischen Künstler? Sie bringen mich ganz durcheinander mit Ihrer Fragerei. Ich lernte einen wichtigen und interessanten Mann bei der inoffiziellen Begrüßung kennen, einen hohen Beamten von der Staatspolizei in Berlin. Hase ist sein Name. Den Dienstgrad hat er mir nicht verraten, aber hoch scheint er zu sein. Hat er nichts über meine Wohnung gesagt? Sie gehen mir auf die Nerven, Eiffel. Europa wird umgeschichtet und Ihnen geht's immer nur um Ihre scheiß Wohnung. Ja, aber wo soll ich, alter Mann, hin? Ja, meinetwegen in den Louvre. Zur Mona Lisa. Keine Witze jetzt. Also der Hase wird mich hier auf dem Turm besuchen. Er ist ein ernsthafter Mann, interessiert sich für Kultur und Kunst, sogar für Hausmusik. Er will zuerst eine bestimmte Rodin-Skulptur finden. Er wird, wenn alles geordnet ist, das Referat Juden, Staatenlose und Emigranten leiten. Nebenbei will er Sie, Eiffel, kennenlernen und ein Autogramm für sein Söhnchen Gustav erbitten. Er spricht leider nur Deutsch und ist ein gebürtiger Ostpreuße aus Heiligenbeil. Keine Hysterie, meine Freunde. Er wird in keinem Falle gegen Sie beide ermitteln. Er wird sich nur umschauen.
Ich weiß, wovon Rodin das steht. Und ich kenne mich aus in der Hausmusik. Na, dann wird er ja rundum zufrieden sein. Darf ich mal auf Ihr Klo? Solange Sie wollen. Brauchen Sie Papier? Lehnen Sie die Tür an. Sie schließt nicht mehr. Das Schwein nimmt die Hand. Mal sehen, ob er sich die Hände wäscht. Er ist Franzose. Kein Wort über meine Schwester. Und keins über mich. Ich bin Ungar. Und wie erhalte ich mir meine Wohnung? Das wird schwer werden. Höchstens mit Anti-Ameisen-Pulver. Keine Witze jetzt. Der Mann ist eine Beamtenameise. Er trottet hinter allem her, schnüffelt, schlürft, sammelt, leckt seiner Königin den Arsch ab. Er ist die Chefdrohne und der Versorger im warmen Palast der Ameisenweltanschauung. Da hilft kein Pulver. Der beißt auch und ist giftig. Wie wollen Sie ihn entschädlichen? Mir fällt nichts mehr ein. Aber Sie sind doch ein schöpferischer Franzose. Erzählen Sie ihm was von Ihrer Bautechnik. Was ist, Inspektor? Können wir helfen? Ich hab Muscheln gegessen. Jetzt wollen die wieder raus ins Wasser. Wer hat die Scheißerei? Hoffentlich hat er sie mit Schale gefressen. Nehmen Sie sich Zeit, Inspektor. Wir warten auf Sie. Dieser Hase von der Stapo hat mir die Augen geöffnet. Mit Schuss hält er keine Sau aus. Meine Abflussröhren schon. Ich dachte immer, ich hätte alles über die Juden gewusst. Aber Hase weiß viel mehr. Vor allem über die Pariser. Er hat mir vorgeschlagen, ihm beim Erkennen der Subjekte zu helfen. Die Leitung der Fahndung zu übernehmen. Oh. Ich blute von innen. Ganze Muschelschalen drängen wieder ans Licht. Vielleicht können wir drei uns zusammentun. Der Musiker für die Künstler, der Techniker für die Arbeiter und ich für die Vernehmungen. Brauchen Sie Hilfe? Haben Sie vielleicht etwas Watte? Inspektor, wir haben keine Erfahrungen mit Juden. In allen Parks und auf öffentlichen Plätzen drängen sich die schmutzigen Galizier zwischen die anständigen Franzosen. Ebenso in den Theatern und Cafés, überall nur Jude, Jude, Jude. Wir werden zuerst Unterricht machen. Wer ist der Jude? Wie sieht er aus? Was hat er gemacht? Was hat er vor mit uns? Das ist eine hochpolitische Frage. Aber ich bin nur Techniker gewesen und mein Freund Paul hier nur Musiker. Ich werde Ihnen die ökonomischen Zusammenhänge erklären. Meine Güte, müssen die Muscheln alt gewesen sein. Also wie gesagt, Sie beide führen zu. Ich bearbeite die Zuführung hier oben in Ihrer Wohnung, Eiffel. Verschärft? Genau wie bei den Deutschen in Berlin. Geben Sie mir Wein, Eiffel. Trinken Sie einen ordentlichen Schluck. Hör zu, was Hase zu mir gesagt hat. Er sprach von der Untergangstheorie. Noch nie gehört. Er sprach von der Wollust des Juden, der das Weltchaos vorbereitet. Da kriegt man es ja mit der Angst zu tun. Wir, alle gutgesinnten Franzosen, sollten den Kampf der Deutschen um ein gereinigtes Europa unterstützen. Wir sollten kollaborieren mit ihrem arischen Rassismus. Das klingt nach Philosophie. Solche Kopfgesteuerten haben mich oft auf meinem Turm besucht. Na, ich habe nur die Hälfte verstanden. Alles Juristen, habe ich gedacht. Was geht mich ihr gebildetes Gequatsche an? Nachdenken, Eiffel. Wir stehen hier über Paris im Brennpunkt. Wein, Eiffel. Was wollte ich noch sagen? Im Brennpunkt von was? Mein Bauch. Im Brennpunkt der Juden und Kommunisten. Dank dem Hase weiß ich jetzt über alles Bescheid. Eiffel hat recht, das klingt alles nach Kulturkritik. Ich werde lieber nach Kuba reisen, als hier Juden aufspüren. Kultur ödet mich an. Nur Humor zählt. Spielen Sie uns lieber was. Bevor ich anfing zu dirigieren, rief einer aus dem Publikum: Hau endlich rein, Kapelle!
In Kuba gehört das zum Programm. Ja, diese Mentalität hat sich im neuen Deutschland auf die Politik und die Armee übertragen. Man bewegt sich durch Europa mit deutschem Humor. Den Juden erkennen wir, weil er für diesen Humor keinen Sinn hat. Achten Sie darauf. Erzählen Sie diese Geschichte. Und sollte niemand darüber lachen, so befinden Sie sich in schlechter Gesellschaft. Und die Franzosen? Ja, was für eine Frage. Die quellen doch davon über. Denen fehlt es leider an Ernsthaftigkeit. Deshalb haben sie auch den Sinn für die Tatsachen verloren. Aber soeben sind ja neue Kräfte eingezogen. Kommen Sie mit. Komm, schauen wir sie uns mal an. Ach, die Sonne bescheint die blonden Jungs, wie sie über der ewigen Flamme stehen, breitbeinig und voller Ernst dem unbekannten Soldaten die Ehre erweisen. Es sind Charakterköpfe seit Jahrhunderten, Ordnung und Stil unserem Volk gegenüber zeigend. Breitbeinig über der ewigen Flamme? Hoffentlich verbrennen sie sich nicht die edlen Teile. Ja, ja. Aber haben Sie das gehört? Das ist eben dieser typische Humor der Deutschen. Das ist positiv. Niemals die positiven Werte in Frage stellen. Ein bisschen gewagt, aber niemals Verrat an der Moral. Gerade deshalb liebe ich unseren deutschen Musiker. Wenn wir unsere Arbeit beendet haben, die Stadt mit Freiheit und Freude wieder überzogen haben, dann wird er uns eine Europa-Hymne erschaffen. Und ich? Einen zweiten Turm für Berlin konstruieren. Doppelt so hoch wie der von Paris. Darauf lass uns trinken. Am besten Brüderschaft. Das passt in die Zeit. Eine kolossale Idee. Mit Brüderschaft sollte die Europa-Hymne ausklingen. Ich heiße Bruno. Prost! Und ich Gustav. Prost! Mein Name ist Paul. Prost! Mit Kuss auf die Wangen. Und dann aber an die Erkennungsarbeit. Thema: der Jude an sich ist unser Unglück. Deshalb sind wir auch vorläufig der geheimen Feldpolizei von Stapo Hase unterstellt. Da unten! Da steht er! Da läuft er! Jetzt redet er mit den Huren in den Haustüren, die den Soldaten zuwinken. Ja, er ist über all dem kein Freund von Traurigkeit. Er tastet sie ab. Wahrscheinlich nach Waffen. Müssen wir da auch ans Überprüfen gehen? Wenn uns eine besonders hübscher als Sarah verdächtig scheint. Jetzt geht das schon wieder los. Meine Därme sind die reinste Dachrinne bei Regen. Na, gehen Sie nur. Nehmen Sie nur das Handtuch, wenn's hilft. Wo soll das hinführen, Effel? Zu einem Kreislaufkollaps. Er gehört zu den am Nazitum wachsenden Geistern, die allmählich alles, was ihnen noch nicht gehört, besetzen. Er gehört zu einer nicht fühlenden Welt. Nur der Onkel aus Amerika kann uns noch helfen. Füllen wir ihn erstmal ab, dann sehen wir weiter. Und kriechen Sie ihm nicht so tief in den Arsch, sonst wird er dich noch erkennen. Hilfe! Mir ist so schlecht. Merken Sie was, Effel? Ihr Antennengott entgöttert ihn. Irgendwann wird er sich schon entschließen. Immer nur glauben, Paul. Das Leben ist ein Panorama, da muss er sich auch zurechtfinden. Diesmal ist kein Blut, aber suppig. Suppig. Nie wieder Muscheln. Wo waren wir denn stehen geblieben? Hase nennt den jüdischen Angeber ein schmutziges Schwein, ein Faultier, der nicht mal weiß, was er mit dem Kommunismus machen soll, wenn er ihn hat. Karl Marx kommt ihm in eine Quere. Aber der war doch auch Jude. Der Jude war schon immer des Juden Feind. Er ist der Pharao, der Pulverschmeißer, der Fasan, der Bastard des Orients und aller Mystiker. Der hysterische Satrap des Universums. Der Parasit aller Zeiten. Er hat sogar diesen Marx total verwirrt wegen Hangs zu betrügerischen Handelsgeschäften. Marx war ja keine Krämerseele. Er war schlimmer.
weil er den Proleten Honig zu essen empfahl. Ist natürlich Kunsthonig, natürlich. Ich weiß nur, dass er den neuen Menschen gepredigt hat. Naja, predigen kann ja jeder Idiot. Und wenn's Kunsthonig ist? Stellt euch doch nur mal vor, die gesamte Arbeiterschaft von Renault bekommt eines Tages nur Austern zum Mittag. Und alle werden krank davon. Die Fließbänder stehen still. Was für ein volkswirtschaftlicher Schaden. Ja, aber es sind ja noch keine Judennaturen. Den hat ja kein Moses ins Hirn geschissen. Der Jude hält ja seinen Platz im Bankhochhaus und nicht bei den von Marx hinters Licht geführten Arbeitern. Moses und Marx sind verfault und Aas sind ja Kehrichtnaturen. Sie haben einen schriftlich niedergelegten Hass auf uns. Eine Verachtung und eine Besessenheit, uns immer tiefer in die Leichengrube zu stürzen. Kommunismus und Kunsthonig für die Arbeiterklasse. Also, was sind denn das für Aussichten? Dann doch lieber Brotaufstrich und Schiffskanonen. Butter wäre mir lieber. Über was reden wir hier eigentlich? Ihr sollt selektieren lernen und nicht philosophieren. Aber wie soll ich einen Juden erkennen, wenn er nicht wie Karl Marx aussieht? Du musst entschuldigen, Bruno. Er ist ein Musiker, der über Ungarn und Berlin nicht hinausgekommen ist. Ja. Paul, in Leningrad warst du nicht. Sonst wärst du nicht so ahnungslos. Dann wird mir der schäbige, stinkende Galizier bleiben. Den erkennt man schon am Geruch. Dir, lieber Gustav, lasse ich die Bankdirektoren und die Politiker. Gibt's keine Musiker unter Ihnen, Bruno? Ja, welche wird es schon geben, aber ich kenne keine. Ich weiß auch nicht, wie sie aussehen. Also du bist jedenfalls keiner. Ja, sieh mich doch nicht so dankbar an, Paul. Also verdammt nochmal, stellt euch vor, ihr seid auf dem Schlachtfeld ohne Gewehr, nur mit eurem Verstand in der Hand. Man muss schon ein gewisser Judenkenner sein, will man sie entlarven. Was fällt euch dazu ein? Du, Gustav? Er ist ein Meister in der Wahrheitsverdrehung. Die Bankdirektoren schwatzten mir die Aktien für meinen Turm ab. Mir ließen sie nur meine Wohnung. Das ist ja viel zu harmlos, von wegen Wahrheitsverdrehung. Der Jude nennt das Chuzpe. Das gibt's nur in seiner Sprache und bedeutet so viel wie bodenlose, impertinente, unglaubliche Frechheit und Beschiss. Die machen den Helden zum Feigling und den anständigen Soldaten zum Tier. Und das haben die zum System entwickelt. Unser Europa zum Bolschewismus reif zu machen. Und da unten läuft die tödliche Gefahr durch die Straßen unserer Stadt. Aber warum sind die alle nur so? Es kommt von der historischen jüdischen Wut auf uns. Meine Musik habe ich immer rausgehalten aus dem Streit, zur Wahrung des guten Tons. Lass uns noch einen Blick werfen auf unser freigemachtes Paris. Eine bescheidene Frage, Inspektor. Bruno, wollte ich sagen. Werden von denen auch welche erschossen? So schnell schießen die Preußen nicht, Paul. Ja, frag den Hase, der weiß es. Er ist ja zum Schweigen vergattert. Man muss nicht alles wissen, Paul. Lass uns lieber noch einen zur Brust nehmen. Brust, Kameraden. Brust. Alte Kameraden auf dem Kriegerspfad. Ich muss mal an die Luft. Hm? Nun guck dir den an. Erst scheißt er mir auf die Klobrille und jetzt kotzt er mir auch noch übers Geländer. Vielleicht sogar auf die Deutschen. Es wird doch wohl nicht zu Ende gehen mit ihm. Immerhin steht er günstig. Und das vor unserer gemeinsamen Treibjagd. Ich wusste gar nicht, was ich alles bin. Parasit, Bastard, Pharao. Wie kommt der bloß drauf? Und Pulverschmeißer. Halt ihn bloß fest, Gustav, sonst fällt er wirklich noch runter. Ich denke nur an meine Wohnung. Ich ersticke. Ich wünsche, bei den grünen Männern zu stehen, meinen Brüdern. Was ich gesagt habe, Kreislaufkollaps. Hilf mir, Gott. Er pisst sich schon ein.
So kann er doch nicht vor der grünen Truppe ankommen. Jetzt sag schon was Heiliges zu ihm. Spiel lieber was Heiliges. Im weißen Rössel am Wolfgangsee, dort steht das Glück vor der Tür. Stopp nicht! Was machst du? Meine Wohnung behalte ich, Bruno de Touche. Da wirst du in deinem Leben nicht mehr einziehen. So! 4, 5, 6, 7. Aus der Traum. Schick ihm ein Stoßgebet hinterher. Was sagt der Antennengott dazu? Interessiert ihn nicht. Sonst hätte er mich daran gehindert. Aber in jedem Menschen steckt doch ein möglicher Christ. Auch in Pygmäen. Ausgerechnet du sagst mir das. Geh und versuch deinen Dampfer nach Kuba noch zu erwischen. Hier wirst du keine 14 Tage überleben. Na geh! Verlass meinen Turm. Ich muss meinen Kram wieder einräumen. Wenn dieser Hase nach ihm fahndet? Dann habe ich eben noch einen runterzuwerfen. Du bist jetzt ein echter Faschist. Sind wir doch alle. Wir machen uns verhasst, Sieger wie Besiegte. Such dir eine Synagoge, wenn's hilft. Schade, dass wir ihm vorher nicht die Stiefel ausgezogen haben. So versaut wie die waren? Horch nur. Mein Turm macht Musik. Der Seewind weht von der Normandie über das ganze Land. Die genieteten Streben klingen wie Violinsaiten. Manchmal klingen sie nach Krieg und manchmal nach Volksfest. Krieg haben wir schon. Warten wir geduldig aufs Fest. Prost, Bruder! Kennst du den Wahlspruch der Elsässer? Wenn Fels und Eiche splittern, wir werden nicht erzittern. Auf den Tod der Feinde! Unter dem Antennengott von Peter Steinbach. Mit Daniel Berger als Paul Abraham, Gerd Warmeling als Gustav Eiffel und Steffen Scheumann als Inspektor de Touche. Sowie Ben Süberkrüpp am Klavier. Technische Realisation Werner Jäger und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Freya Hattenberger. Regie Thomas Wolferts. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2017. Dramaturgie Georg Büren.